Ich bin Leslie Rusek, ich bin Physiotherapeutin und ich bin spezialisiert auf die Behandlung von EDS-Patienten. Ich habe Forschungen auch unterstützt zum Ehlers-Danlos-Syndrom. Heute möchte ich darüber sprechen, inwieweit Ihnen Physiotherapeuten helfen können. Ich hoffe, dass Sie nach dieser Vorstellung jetzt auch gewisse Muskelprobleme, Gelenkprobleme besser verstehen können und wissen, wie sie diese Probleme angehen sollen und wie sie in diesem Zusammenhang auch Schmerzen behandeln können. Es ist wichtig zu wissen, was das Problem ist. Wenn wir einen Autor in die Werkstatt bringen, dann wird zunächst nach der Ursache der Störung gesucht, der Havarie. Und das Gleiche trifft auch unseren Körper zu. Es gibt verschiedene Dinge, die hier untersucht werden müssen. Und das wird über Physiotherapie oftmals erreicht. Hypermobilität muss nicht unbedingt Schmerzen verursachen. Es gibt viele hypermobile Patienten, die keine Schmerzen haben. Aber es gibt Sportler, Tänzer, Turner, die auch hypermobil sind, die dies aber zu ihrem Vorteil einsetzen können. Aber es gibt auch hypermobile Patienten, die verletzlicher sind. Deshalb versuchen wir über die Physiotherapie diese Verletzlichkeit zu verringern. Einige Beispiele. Allgemeine Probleme, die ich gesehen habe bei meinen Patienten. Und das können wir verwenden, um jetzt zu verstehen, weshalb sind sie verletzlich. Sehen wir zunächst, dass die Ferse, und hier sehen wir, wie wir die Knöchelbewegungen auch kontrollieren können. Und bei hypermobilen Patienten ist eine Dehnung auch wahrscheinlicher, denn dieser Knöchel kann somit leicht überdreht werden. Die Ligamente können behandelt werden, die Kontrolle kann verbessert werden, eine Kontrollbewegung durchgeführt werden über bestimmte Sportübungen. Und so weiter. Und das führt dazu, dass die Gelenke, dass die Bänder gestärkt werden. Und dann geht es darum, dass die Muskeln gestärkt werden. Und es gibt spezielle Übungen, um auch die Propriozeption zu fördern. Das sind, und das auch das Gleichgewicht zu schulen, das können wir tun, um die Knöchel zu stärken. Auch Kompressionsstrümpfe können dazu beitragen, dass über die Haut zusätzliche Unterstützung und Stützung, besser gesagt, der Ligamente gewährleistet wird. Und dann gibt es Schmerzen in der Kniescheibe. Die Kniescheibe kann sich zu stark verlagert haben zu der einen oder anderen Seite und somit die Gewebe verletzt haben. Und wenn sich diese Ligamente zu stark verschieben, dann gibt es eine Hypermobilität und der Knochen wird somit auch verschoben, weil er nicht in der richtigen Position gehalten wird. Über die starren Muskeln kann auch die Kniescheibe nach außen verlagert werden. Das führt zu einem größeren Schmerz. Und was kann in der Physiotherapie getan werden? Wir können die Muskeln trainieren, damit diese Kniescheibe dann nicht mehr verlagert werden. Das Taping kann auch die seitlichen Bewegungen verhindern bzw. eine Subluxation vorbeugen.
Natürlich braucht man gewisse Konzentration und Praxis, um dies durchzuführen, und somit können die Kniescheiben sich nicht weiter verschieben. Die Muskeln müssen gestärkt werden. Und ja, natürlich werden die Muskeln gedehnt. Und wenn wir diese Muskeln weiter dehnen, das führt zu Problemen. Deshalb müssen wir sehen, wie wir es richtig machen, um den Muskel zu dehnen, aber gleichzeitig verhindern, dass die Bänder mit gedehnt werden. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, welche Kraft in den einzelnen Regionen ausgeübt wird. Ein weiteres Problem ist der Trochanterschmerz, Trochanteritis zum Beispiel. Wir wissen, dass dies von einer Sehne herrührt, und Sie sehen diesen roten Pfeil. Hier befindet sich eine Bursis, und hier wird eine Reibung erzeugt auf den Trochanter, und damit kann über dem Druck dieser Knochen beschädigt werden. Die Muskeln und Bänder werden überdehnt, denn die Hüftmuskeln stabilisieren die Hüfte nicht. Hier sehen Sie dieses Bild. Die Pelvis ist auf einer Seite überdehnt, und hier ist, wie gesagt, der Muskel über den Knochen gedehnt. Beim Gehen und Stehen kann die Hüfte auch auf eine Seite verschoben werden. Und Blattfüße können auch darauf hinwirken, dass es hier zu einer Verschiebung kommt. Was können wir tun? Wir müssen natürlich die Hüftmuskulatur stärken, wenn wir dies schnell tun, dann kann die Situation verschlechtert werden. Wir müssen also sehr vorsichtig sein. Wir können das über die Verwendung von bestimmten Zusatzstoffen hier unterstützen. Wenn wir die Hüftmuskeln stärken und die Propriozeption verbessern, dann lernt der Patient auch, wie man die Hüftmuskeln angemessen im richtigen Moment aktivieren kann. Und bei Plattfüßen zum Beispiel, die Hüfte nach innen verlagern, dann kann man versuchen, gleichzeitig die Knöchelmuskulatur und die Hüftmuskulatur so auszurichten, dass hier eine Geradlinigkeit gegeben ist. Im Lendenbereich kann es zu Spasmen führen, wenn sich eine zu starke Verlagerung der Wirbel gibt, dann ziehen sich die Muskeln zusammen, und das ist ein Problem bei hypermobilen Patienten. Manchmal sind die Spasmen zu stark, und das Ganze ist sehr schmerzhaft. Über die Muskelmasse muss der Lendenbereich stabilisiert werden, und die Patienten müssen wissen, welche Muskeln müssen konkret aktiviert werden, um derartige Schmerzen vorzubeugen. Gleichzeitig muss zur Stabilisierung auch der abdominale Muskelbereich gestärkt werden, und somit kann man auch im Lendenbereich die Muskeln richtig aktivieren. Angst vor einer gewissen Bewegung kann ebenfalls dazu führen, dass verstärkt Muskelkrämpfe hier einsetzen. Was können wir tun? Wir können versuchen, die Muskeln zu stabilisieren. Das ist eine große Herausforderung. Das ist nicht einfach. Vielleicht braucht man hier die Unterstützung eines Physiotherapeuten, der uns zeigt, wie diese Muskeln zu aktivieren sind, die körperliche
Mechanik muss berücksichtigt werden. Die Propriozeption, das Bewusstseinsmachen der eigenen Bewegung ist hier grundlegend, damit man weiß, wie sich jeder Muskel bewegt. Auch das Zwerchfell muss trainiert werden. Man muss die richtige Atemtechnik haben. Und gleichzeitig bedarf es einer gezielten und kontrollierten Bewegung des gesamten Körpers, damit man sich nicht unnötig anspannt, einhergehend mit der Angst einer zu starken Verlagerung. Die Schulterinstabilität ist auch ein häufiges Phänomen. Hier sehen Sie eine normale Schulter abgebildet, wo der Armknochen praktisch in der Schulter insertiert ist. Und rechts sehen Sie eine sogenannte unstabile Schulter, wo der Humerusknochen praktisch aus seinem angestammten Ort ausgekugelt worden ist. Hier hat es zu viel Bewegung gegeben. Die Muskeln sind zu schwach, also kann die Schulter nicht mehr am ursprünglichen Ort gehalten werden. Hier sehen wir eine normale Schulter. Über die Muskeln und die Bänder wird der Humerus in der richtigen Position gehalten. Bei Hypermobilität ist das nicht gegeben und somit kann der Knochen nicht in der richtigen Position gehalten werden. Wir müssen diese Body Awareness, also dieses Bewusstsein des eigenen Körpers fördern, denn diese ist hier nicht gegeben und somit kann die Schulter leicht ausgekugelt werden. Wie können die richtigen Muskeln zur richtigen Zeit aktiviert werden, um somit eine Subluxation oder ein Auskugeln, wie man so schön sagt, der Schulter zu verhindern? Was können wir tun? Wir können die Bänder nicht auswechseln, aber wenn sie überdehnt sind infolge ihrer Überlastung, dann gehen sie wieder zur normalen Position zurück. Oder sie sollten nicht überdehnt werden, das ist ganz klar. Diese Schulterbänder bzw. ein Taping kann auch diese Überbelastung verhindern. Die angemessenen Muskeln sind zu stärken, sie sind angemessen zu aktivieren, damit der Schultermuskel sich im bzw. die Knochen sich am richtigen Ort bewegen. Und auch Taping, wie ich bereits angesprochen habe, oder Kompressionskleidung kann auch dazu führen, dass man sich der eigenen Bewegung bewusst wird. Die angemessenen Muskeln, die richtigen Muskeln müssen so trainiert werden, dass sie zum richtigen Zeitpunkt aktiviert werden. Die Muskeln dürfen auch nicht zu fest sein, zu steif sein. Auf der anderen Seite haben wir das Phänomen der Hand- und Fingerinstabilität. Ich habe viele Musiker behandelt, dort sieht man oft dieses Problem. Ihre Ligamente sind zu stark überdehnt. Hier sehen Sie ein Bild eines Klarinettisten. Und da hat sich das Ligament zur Seite verlagert. Und das darf nicht so sein. Gelenke werden sozusagen abgenutzt, übernutzt. Und somit können sie ausgekugelt werden. Und wenn zu viel Muskelkraft eingesetzt werden, infolge von Laxheit bzw. eines schlechten Bewusstseins über die eigenen Bewegungen, sehen Sie zum Beispiel die Schwierigkeiten beim Schreiben. Die Finger sind zu stark überdehnt. Und wir sehen auf der rechten Seite, wie gesagt, die Überlastung der Muskeln bei Musikern. Und somit können die sogenannten Triggerpoints aktiviert werden. Hier sehen wir, wie zum Beispiel gewisse Triggerpoints Schmerzen an den Fingern verursachen können.
Ja, es kann sein, dass über die Armmuskulatur dieser Schmerz über den Nerv weitergeleitet wird und sich dann im Finger manifestiert. Wir können die Ligamente, die Bänder nicht kürzen, aber wir können verhindern, dass sie überdehnt werden. Hierfür können Splints eingesetzt werden, Schienen eingesetzt werden, damit eine falsche Bewegung verhindert wird. Es gibt auch Strategien zum Schutz der Gelenke, damit die Bewegung stets in die richtige Richtung gelenkt wird, auch was die kleinen Gelenke betrifft, sodass es die Fingergelenke nicht zu stark überlastet werden und dass die entsprechenden Geräte-Tools verwendet werden, um diesen Gelenkestress zu verringern. Das möchte ich auf dem nächsten Dia noch ausführen. Aber die entsprechende Größe der Geräte kann auch angepasst werden, um die Belastung der Finger zu verringern. Wie ich bereits gesagt habe, Splints, die Schienen können eine Verbesserung herbeiführen und gleichzeitig muss vermieden werden, dass die Muskeln überlastet werden. Hier sehen Sie einige Beispiele, die ich bereits gezeigt habe. Wenn es anstatt jetzt eine Überdehnung beim Öffnen von Drehgläsern herbeizuführen, gibt es Geräte, die uns helfen, dies zu tun. Und somit können wir weniger Druck ausüben auf die Fingergelenke. Bei den Musikern können die Fingersplints, die Fingerschienen eingesetzt werden, um zu verhindern, dass sich das Gelenk verschiebt oder zu stark verlagert und bewegt. Das sehen Sie hier, das kann sehr hilfreich sein. Und zum Schreiben gibt es auch Hilfsgeräte, die die Finger in die richtige Position bringen, damit der Stuhl auch der Stift richtig gehalten wird und somit die Finger unterstützt werden. Dann möchte ich über die Triggerpoints im Halsbereich sprechen. Hier sehen wir, welche Schmerzen verursacht werden können: Migräne, Sinusschmerzen, was bis in die Ohren vordringt. Und einige dieser Schmerzen haben Triggerpoints, diese verursachen, die deren Auslösung verursacht dann den Schmerz und die Muskeln werden instabil, eine gering entwickelte Propriozeption kann zu einer verstärkten Instabilität beitragen. Die Schwäche von Stabilisierungsmuskeln trägt auch dazu bei. Normalerweise haben wir sehr starke Muskeln im Kopfbereich, aber wenn diese schwach werden, beziehungsweise überlastet werden, dann können diese Triggerpoints durchaus herausgebildet werden. Auch schlechte Haltungen kann dazu beiführen und der Mu Druck auf die Muskeln kann auch verstärkt werden durch Stress und Angstzustände. Und das akkumuliert sich vor allem im Halsbereich. Was können wir tun? Wir können die Stabilisierung, die tiefen Stabilisierung der Muskeln stärken. Das ist eine Trainingsfrage. Man muss dem Patienten beibringen, wie er die richtigen Muskeln einsetzt. Die Selbstwahrnehmung, die Propriozeption kann gefördert werden. Man kann zum Beispiel eine Laserlampe an den Kopf anbringen, um ihm zu zeigen, dass er sich richtig bewegen muss und nicht eine unkontrollierte Bewegung ausübt. Die Stärkung der Stabilisierungsmuskeln kann trainiert werden. Positionstraining, damit man die ganzen Körperstrukturen besser ausrichtet und als ein Miteinander gibt mit der Rückenmuskulatur und der Halsmuskulatur. Die letzten Beispiele beziehen sich auf Nervenschmerzen. Das kann über die Dehnung von Geweben entstehen. Hier sehe ich ein Beispiel von Schulterschmerz. Und hier gibt es eine Reihe von Halsmuskeln, die überdehnt worden sind.
Die Nerven können auch über Knochen komprimiert werden, die sich verlagern. Hier sehen wir den Fersensprung und wir sehen, wie stark der Druck auf die Nerven ausgeübt wird über den Knöchel und auch das Phänomen der Einklemmung von Nerven aufgrund zu starrer Muskeln, das heißt die Pectoralis-Muskeln, die oftmals angespannt werden, können die Kompression von Nerven verursachen. Auch Inflammation, systemische Inflammation, wie zum Beispiel Mastzellaktivierung, darüber ist ja gestern auch schon gesprochen worden, und letztlich auch der Stress. Somit werden die Nerven sensibler, empfindlicher und das führt letztlich auch zu mehr Schmerzen. Ich habe über Gewebsprobleme gesprochen. Wenn die Gewebe überdehnt werden, dann kommt es zu weiteren Problemen, nämlich zu Schmerz. Die Schmerzen, die von EDS verursacht werden, sind keine erfundenen Schmerzen. Es gibt viele Arten von chronischem Schmerz. Man geht davon aus, dass die Schmerzen über das Nervensystem weitergeleitet werden. Aber bei EDS ist wirklich ein Problem bei den Geweben vorhanden und diese Probleme sind persistent vorhanden. Und das ist ein Unterschied zum chronischen Schmerz, auch wenn diese Schmerzen ebenfalls chronisch sind. Hier haben Sie das Bild eines Hundes. The issues with your tissues. And so you need to. Ach, hier sehen Sie die Stachel, die dann praktisch herausgenommen werden müssen, um diese Schmerzen zu lindern. Aber so einfach ist es nicht. Wenn wir die Gewebsprobleme gelöst haben, das heißt die Inflammation, dann können auch die Muskeln entlastet werden. Es kann zu einer transkutanen Muskel- und Nervenstimulierung kommen. Das sehen Sie hier mit diesen Geräten. Dann haben wir Techniken der manuellen Therapie. Somit können Schmerzen in den Muskeln oder im faszialen Bereich bzw. den Beschränkungen erleichtert bzw. gelindert werden. Auch wenn es körperliche Probleme gibt, kann man versuchen, das Schmerzempfinden zu regulieren. Erhobene Relax-Training, Atemtraining, Biofeedback und so weiter. Und die Schlafhygiene, das ist sehr wichtig beim Schmerzmanagement. Aber auch die Auswahl der richtigen Bewegungen, Übungen, Priorisierung und eine Frage der Einstellung. Wie kann man auch mental etwas bewirken? Die Physiotherapeuten können Ihnen helfen, Probleme mit Ihren Geweben zu lindern. Die Gewebe und tragen dazu bei, die Muskeln tragen dazu bei, dass ihre Gelenke geschützt werden. Es gibt manuelle Therapien, um die Mobilität zu fördern. Wir haben, wie gesagt, Techniken, um die Schmerzen zu lindern. Es gibt bestimmte Modalitäten, um hier einen Ansatz zu wenden. Und das kann den Patienten auch so übermittelt werden. Vielen Dank. Ich hoffe, das war für Sie nützlich. Und ich habe lediglich nur einige Beispiele ausgewählt, um deutlich zu machen, wie die Gelenke, die Muskeln und die Bänder auch von Hypermobilität betroffen sein können. Vielen Dank.